Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein heutiger Gast ist, auf den ich mich sehr freue, Tom Seufert. Hallo Tom. Hi. Tom, wir haben eine ganze Menge heute vor und deswegen habe ich mir eine Anmoderation geschrieben, was ich sonst eigentlich nicht mache. Ja? Aber damit ich nichts vergesse, du bist seit über 15 Jahren behördlicher Einsatztrainer, arbeitest also bei der Polizei und bringst dort deine praktischen Erfahrungen als Coach und Trainer ein. Du hast zahlreiche Zusatzqualifikationen und bist Dozent in der Genius Alliance University, was mich außerordentlich freut, dazu später dann mehr, und auf die Themen Konfliktsicherheit und Selbstsicherheit spezialisiert. Wir sprechen heute über das Thema Konfliktsicherheit für Frauen auf dem Weg in die Führungsetage. Doch bevor wir das tun, will ich noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Nimm uns also mal mit auf deine Reise. Stell dich nochmal kurz selbst vor. Wer bist du so als Privatperson? Und wie bist du dorthin gekommen, wo du heute beruflich bist? Also erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Zu mir. Das Wichtigste hast du schon gesagt. Nee, also ich bin Tom. Ich bin seit über 20 Jahren Polizist, Polizeibeamter. Bin da auch Ausbilder inzwischen bei der Polizei. Hab privat schon, wie du schon gesagt hast, seit über 15 Jahren Seminare, Coachings und Trainings rund um das Thema Konfliktprävention, Konfliktsicherheit und Co. gegeben. Am Anfang ging es noch eher Richtung Selbstverteidigung bzw. Selbstschutz. Und dann hat sich das gewandelt im Laufe der Zeit. Die Überschneidung mit dem Beruf ist natürlich sehr praktisch, weil auch da bin ich ja Ausbilder und bilde da auch im Bereich Selbstverteidigung aus. Und da gehört auch die Kommunikation mit dazu und auch das Konfliktmanagement. Genau, und habe dann über die Jahre hinweg ich bin immer auf der Suche nach ganz viel Informationen, wenn ich sowas mache. Ich möchte das Bestmögliche anbieten können und habe dann eben, wie du schon gesagt hast, ganz viele Ausbildungen gemacht über NLP, Mikroexpressionen, Körpersprache, Kommunikationsrhetoriktrainer, um eben da alles abdecken zu können. Genau. Ja. Wir werden natürlich ganz viele Informationen zu dir auch in die Shownotes dieser Podcast-Folge packen, weil als ich mich damals mit dir beschäftigt habe, man muss dazu sagen, wir arbeiten zusammen. Wir werden auch nachher noch den Hinweis bringen auf den neuen Podcast, der nächste Woche rauskommt. Wir werden diese Podcast-Folge diese Woche veröffentlichen. Das heißt, wir haben jetzt den 13., Freitag den 13., auch ein schönes Datum. Nächste Woche kommt der Podcast raus, wird super wichtige Themen haben. Und als ich mich mit dir beschäftigt habe, war das für mich sehr beeindruckend, dass du ja wirklich von der Art, sich selbst zu verteidigen, also da ein absoluter Profi bist, ja, bis hin zu den präventiven Maßnahmen, die ich brauche, um Konflikten überhaupt gar nicht erst in der körperlichen Auseinandersetzung zu begegnen. Erzähl uns doch mal oder nimm uns mal mit in diese Situation rein, als du dich genau mit diesen Themen angefangen hast zu beschäftigen. War das immer schon so, dass du gesagt hast, hey, da will ich unbedingt mal hin? Oder war das durch Zufall im Werdegang deiner Ausbildung bei der Polizei? Das hat mit der Polizei sogar weniger zu tun, sondern eher durch die Seminare, die ich privat gegeben habe. Also ich habe am Anfang, also ich gebe immer noch Seminare im Bereich Selbstschutz für alle Geschlechter, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber der Schwerpunkt hat sich seit circa 10 Jahren verlagert, dass ganz viele Frauen auf meine Seminare kamen. Und meine Erfahrung war, also für mich war es immer unbefriedigend, wenn Frauen kamen und wollten irgendwelche Techniken lernen, weil ich ja wusste, die Techniken alleine machen es nicht aus. Also das Background-Wissen muss passen und das, was davor passiert, ist ja viel wichtiger. Also welche Frau möchte sich denn körperlich verteidigen? Mhm. Und weder jeder Mann übrigens, also die wenigsten Männer wollen das auch. Von daher, jeder möchte zwar immer oder wollte immer zu mir kommen, weil ich super Techniken kenne und kann und weil das auch immer effektiv aussieht und auch funktioniert. Aber das primäre Ziel ist ja nicht, sich draußen mit irgendjemandem zu prügeln, sage ich jetzt mal, oder sich da körperlich verteidigen zu müssen. Und dann habe ich schon zu Beginn so diese Vorkonfliktphase mit eingebaut. Also so ein bisschen das Thema Wahrnehmung, ein bisschen die Körpersprache. Vorkonfliktzeichen ist bei gewalttätigen Übergriffen ein bisschen anders, aber hängt zumindest am Rande miteinander zusammen. Mhm. Und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, auch bei den Frauen habe ich gemerkt, das Thema war für die wesentlich wichtiger und wesentlich interessanter.
Vor allem, weil sie nach dem Seminar das sofort umsetzen konnten und alles mitnehmen konnten. Ich habe auch immer das Feedback bekommen. Nach dem Seminar ist immer jeder begeistert. Das ist, glaube ich, normal. Auch wenn ich nach Kritik gefragt habe, kam da immer nichts, immer nur Positives. Aber ich habe auch im Nachhinein oftmals Feedback bekommen von den Frauen, die sagen, sie konnten die Sachen, die ich ihnen beigebracht habe, beispielsweise eben auch im Berufsleben nutzen. Weil es da so ein bisschen um so Konfliktwahrnehmung ging, um Kommunikation, wie trete ich auf, wie trete ich selbstsicher auf was kann ich beim Gegenüber achten. Ich habe dann immer mehr so die Körpersprache und Mimik mit eingebaut und eben auch das Thema Kommunikation. Und so hat sich's für mich auch verlagert, dass ich eben dann gesagt habe, okay, die körperliche Verteidigung kann ich zwar, aber das ist nicht mein Ziel, das zu vermitteln, und es ist auch seltenst das Ziel meines Seminarteilnehmers, meiner Seminarteilnehmerin, weil die eben eigentlich das ganze Jahr, also wie oft habe ich eine körperliche Auseinandersetzung im Alltag, aber wie oft habe ich das ganze verbal oder auch so passiv-aggressive Konflikte, und da habe ich ihnen halt ganz gute Tipps an die Hand geben können und da immer weiter ausgebaut. Also, um nur mal das für unsere Hörer plastisch zu machen, also dass man sich vorstellen kann, worüber wir hier gerade reden, mit der Selbstverteidigung, also mit der körperlichen Verteidigung, damit ist gemeint, dass du im Grunde sämtliche Formen der Selbstverteidigung beherrschst, also ob das jetzt körperlich ist oder wenn ich mit einem Messer angegriffen werde, also wirklich auch diese harten Sachen, ja. Und als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, wurde mir eigentlich erstmal klar, dass ich überhaupt keine Lust habe, dass meine Töchter, ich habe 3 davon, ja, in genau diese Situation kommen. Und interessant ist aber, dass man so, jetzt sprechen wir aus der väterlichen Rolle, ja, du sofort sagst, ey, meine Kinder müssen unbedingt Selbstverteidigungskurs machen, ja. Und was ich dann spannend fand, als wir angefangen haben zu arbeiten, ist eigentlich der Gamechanger in meinem Kopf entstanden, zu sagen, nee, wir müssen erstmal präventiv arbeiten. Der Schritt davor, klar, Selbstverteidigung ist wichtig, wenn du mal in so eine Situation kommst, aber wenn ich durch zum Beispiel Techniken, die du vermittelst, ja, präventiv eine Sicherheit, eine Konfliktsicherheit aufbauen kann, um dann gar nicht erst in diese Situation zu kommen und 90% der Fälle ausschließen kann und mich gar nicht körperlich verteidigen muss, dann ist das für mich viel beruhigender, ja, dass meine Töchter viel sicherer unterwegs sind in ihrem Leben und auch in ihrem beruflichen Leben, als das körperlich lösen zu müssen. Ja. Also wir sehen ja gerade die Unruhen in der Welt, ja, nehmen wir den Iran, wo sich Frauen ja wirklich körperlich auch verteidigen müssen, oder auch in häuslicher Gewalt, ja, da brauchen wir gar nicht so weit weggucken, da kennst du sicher ganz andere Fälle. Lass uns doch mal in den Part der Prävention reingehen. Ist dein Seminar Teilnehmerinnen im Speziellen bewusst gewesen, dass sie hier viel mehr machen können? Weil sie haben sich ja eigentlich angemeldet für das Körperliche, ne? Also für die körperliche Verteidigung. War das klar? Nee, genau, das war ja der Punkt. Nee, also es war eben gar nicht klar. Also es ist ja, wie du schon sagst, das ist ja jeder Vater, jede Mutter oder jede Frau selbst sagt, na, ich möchte einen Selbstverteidigungskurs machen, und die gibt es ja wie Sand am Meer. Also jeder kann ja Selbstverteidigungskurse anbieten, und meistens ist irgendwas Kampfsport dessen, wo die Schablone der Selbstverteidigung drüber gelegt wird, die überhaupt nicht passt. Und dann ist es natürlich, wenn die kamen sie mit diesem Wunsch. Und ich habe ihnen aber den Zahn gleich gezogen zu Beginn und sage, naja, wenn ihr jetzt da seid, wirklich, um hier Hebeltechniken, irgendwelche Hardcore-Techniken zu lernen, dann dürft ihr auch gerne gehen, weil ich sage, das werde ich erstmal nicht bedienen. Aber ihr werdet verstehen, warum. Bleibt noch kurz sitzen, hört es euch an. Und je mehr ich erzählt habe, desto mehr wurden denen die Augen geöffnet, meiner Ansicht nach. Also man hat wirklich gemerkt, wie dann auf einmal so, stimmt, ja, das habe ich auch schon erlebt. Also ganz viele Situationen, die ich aus dem Alltag dann so, wo ich ein paar Beispiele gebracht habe, oder ich arbeite auch gerne mit Videos, wo sie sagen, genau, das habe ich gehabt und das war das, da hätte ich ja viel früher schon was merken können. Natürlich, wie gesagt, war am Anfang der Schwerpunkt schon, wie du sagst, Thema häusliche Gewalt. Also da waren schon viele bei mir, die halt zu Hause Gewalt erfahren haben oder auch im beruflichen Kontext sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung. Und auch das Thema Mobbing ging da aber auch schon mit rein. Und eigentlich ging es den Frauen ja mehr ums Thema Selbstsicherheit. Und genau, das ist der Punkt, wo ich dann auch bedienen wollte. Also im Endeffekt war es ganz am Anfang, vor über 15 Jahren, sowas so, dass so ein Kurs bei mir circa 5 Stunden ging und ich habe davon bestimmt 4 Stunden Selbstverteidigung gezeigt. Also Techniken und Taktiken, die im Ernstfall funktionieren, wo ich weiß, die funktionieren 100%ig bei jedem. Und irgendwann hat das Ganze sich geswitcht von diesen 4 Stunden Praxis
Selbstverteidigung in, ich glaube, von den 5 Stunden waren dann 4 Stunden lang fast nur Background-Wissen und Übungen rund um das Auftreten, Kommunikation und Körpersprache und Konfliktsicherheit, weil auch da überschätzen sich viele. Ja, die Konflikte, die kann ich gut lösen. Und dann haben wir so Beispiele gemacht, haben wir so eine Konfliktsituation dargestellt, soweit es machbar ist in dem Kontext. Und dann habe ich das mal analysiert, anhand von Videos oder anhand von den Zuschauern, Zuschauerinnen, die mit dabei waren. Und dann haben sie viele Sachen gemacht und gesagt, die sie gar nicht wahrgenommen haben. Und danach so, ah. Und dann haben sich halt ganz viele Aha-Momente ergeben. Und das kann man halt natürlich auch sofort umsetzen in dem Fall. Im beruflichen und privaten Kontext. Das ist ja der Riesenvorteil. Genau. Ganz kurze Ergänzung, weil du vorhin das Thema Messer angesprochen hast. Und Messer, ich weiß, wie man Messer abwehrt. Das muss ich nur gleich klarstellen. Messerabwehr ist so gut wie unmöglich. Ich kann maximal die Verletzungsgefahr reduzieren. Das muss ich nur sagen. Also auch da, weil da natürlich auch ganz viel, wie beim Thema Selbstverteidigung allgemein, wie soll ich es nennen, Expertise benannt wird, die nicht da ist bei vielen Anbietern. Und ich bin auch da bei solchen Sachen wirklich praxisnah und sagt da, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das Gleiche sehe ich ja auch bei der Konfliktsicherheit so. Also auch da sage ich, was funktioniert, was kann man umsetzen und was wirkt damit rein, wie das Thema Stress und Co. Wie arbeitet das limbische Gehirn, das Reptiliengehirn, was kannst du unter Stress überhaupt noch abrufen, auch von der Kommunikation und von der Körpersprache und Mimik, was du am Gegenüber und bei dir erkennen kannst. Und ja, das, was ich versuche, da alles allumfassend im Endeffekt zu vermitteln. Genau. Und das war eben auch nochmal wichtig, dass du mit der praktischen Erfahrung, einmal natürlich in deiner beruflichen Rolle, ja, in der körperlichen Rolle, was du früher gemacht hast und jetzt natürlich der Change, ne, der Wechsel hin zu präventiver Arbeit, zu Konfliktsicherheit und Selbstsicherheit. Du hast eine Marke gebaut, Get Your Way heißt die. Unter der wird der neue Podcast nächste Woche erscheinen. Unter der wirst du genau diese Dinge, die du vorhin angesprochen hast, vermitteln. Also da geht es wirklich darum, wie erkenne ich Konflikte und wie kann ich die vermeiden, wie kann ich damit umgehen, ja? Wie lerne ich vielleicht auch, was für ein Typ Mensch ich bin? Wie verhalte ich mich eigentlich in einer Konfliktsituation? Ja? Also sich selbst auch zu erkennen und sich eher auch selbst bewusst zu sein. Da würde ich gerne jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht nochmal diesen kleinen Schwenk. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute über Konfliktsicherheit für Frauen in Führungsetagen sprechen. Und ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht mit Unternehmerinnen, aber eben auch Frauen, die in Vorständen, in gehobenem Management gearbeitet haben, die diesen Konfliktsituationen ausgeliefert waren. Und ich konnte also man muss es wirklich so krass sagen, ich konnte den körperlichen oder auch psychischen Verfall sehen, also wie sehr das abgemüht hat, sich in diesen Haifischbecken bewegen zu müssen, mit solchen Situationen tagtäglich umgehen zu müssen, diesem Stress ausgesetzt zu sein. Welche Tipps können wir Frauen mitgeben, die gerade in männerdominierten Berufsbildern zum Beispiel auch Berufsgruppen umgehen müssen? Also was können wir hier mit auf den Weg geben, dass man damit einfach leichter umgehen kann? Ja, es ist grundsätzlich natürlich eine individuelle Geschichte. Bei Konflikten spielen ja einige Faktoren mit rein. Also wie du schon gut gesagt hast, da hatten wir am Anfang ja auch ein bisschen ein Thema Konfliktprävention und Konfliktsicherheit. Konfliktprävention wäre super, wenn man es schafft, Konflikte im Ansatz zu vermeiden. Nur leider, wie du schon sagst, auch in der Führungsetage, aber auch im normalen Berufsleben, sag ich mal, ist es selten vermeidbar. Das heißt, Konflikte entstehen immer wieder. Solange es verschiedene Persönlichkeiten gibt, wird es auch Konflikte geben, weil jeder andere Prägungen, Meinungen, Einstellungen hat. Jetzt ist für mich beim Konfliktmanagement wichtig, dass die Dame 4 verschiedene Faktoren berücksichtigt. Ja, zum einen ist mal wichtig, dass ich die Wahrnehmung schärfe, also was kann ich wahrnehmen, was ist wichtig zu erkennen. Was erkenne ich im Vorfeld oder auch schon während des Konfliktes? Das muss ich vorab schulen, weil ich es unter Stress sonst nicht mehr kann. Also da gehört das Thema Kommunikation auch dann gleich mit dazu. Also Kommunikation ist natürlich ein wesentlicher Faktor im Konfliktmanagement. Wenn ich kommunikative Kompetenz habe, dann bin ich in Konflikten wesentlich sicherer. Also das merkt man, wenn man sich gut ausdrücken kann. Also ich bin jetzt auch kein Rhetorikgenie, aber ich glaube, ich schaffe es im Stress, mich kurz runter zu regulieren. Und dann kommunikativ auf eine Ebene zu kommen mit meinem Gegenüber. Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt, so das Thema emotionale Intelligenz. Also wenn es das Gegenüber schon nicht hat,
dann versuche ich es zumindest zu haben. Das heißt so, die eigenen Gefühle ein bisschen verstehen, was geht gerade ab. Also da gehört Selbstbewusstsein mit dazu, aber auch die Gefühle des Gegenübers zu verstehen und da ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Auch das aktive Zuhören gehört dazu. Das hast du auch schon in deinen Folgen erwähnt, weil es sich super wichtig, also nicht nur reden, wobei Frauen da eh besser sind als wir Männer aus Erfahrung. Also die schaffen es dann zuzuhören und hören auch hin, das was stimmt, gesagt wird. Ja. Wir Männer hören ja oft nur zu, um zu antworten. Frauen sind da ein bisschen anders. Also ja. das hilft dann schon enorm. Und da auch Verantwortung zu übernehmen im Konflikt, sowohl für die Gefühle des Gegenübers, also für das, wie geht's dem, aber auch für dich selber, dass du merkst, okay, jetzt wird's mir zu viel, dann setze ich eine Grenze oder ich nehme mich raus aus dem Konflikt. Mhm. Weil auch da, je mehr ich mich da reinziehen lasse, desto mehr sinkt im dümmsten Fall meine Selbstsicherheit. Und dann bin ich natürlich, ich nenne es jetzt mal, ein gefundenes Fressen fürs Gegenüber, gerade im beruflichen Kontext und gerade auf dem Weg oder in der Führungsetage. Weil da sind ja ganz viele Haie in dem Becken, nenne ich es jetzt einfach mal verallgemeinernd. Ich weiß nicht nur, aber nicht umsonst ist man in dieser Ebene. Und da sind Männer ja von Grund auf schon ganz anders gestrickt als Frauen. Also die sind ja auch sehr, Männer zeigen eher, was sie können, selbst wenn sie es nicht können. Also die kommunizieren viel nach außen und überschätzen sich selber lieber mal. Frauen sind ja genau das Gegenteil. Mhm. Also die stellen ja gerne ihr Licht unter den Scheffel, die stellen sich ein bisschen schlechter dar, als sie eigentlich sind. Und auch da gehört es natürlich mit dazu, das zu können, seine eigene Kompetenz zu repräsentieren und das mit der nötigen, ich sag's mal, Gelassenheit, Sicherheit. Was natürlich auch mit reinspielt, ist das Thema Empathie. Also wir hatten jetzt Kommunikation, die emotionale Intelligenz und das Thema Empathie. Also auch da sage ich, Frauen sind definitiv besser. Frauen haben auch ein wesentlich, also die hören noch eher auf ihr Bauchgefühl, was wir Männer auch ein bisschen unterdrücken aus Erfahrung. Die spüren schon, oh, irgendwas passt nicht. Und wenn es nur Schwingung und Spannung ist, die da ist. Und dann aber auch dieses Vertrauen aufbauen mit dem Gegenüber. Das klingt immer alles sehr, wie sage ich es? Esoterisch ist falsch, aber so ein bisschen so weich, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Also also auch wenn man sagt, beim Konflikt, das klingt so hart, wenn ich einen Konflikt habe, dann muss ich ja hart meine Frau stehen und bla bla. Grundsätzlich ja, aber es gehört beides mit dazu. Ich muss beide Facetten bedienen können und beide dann, wenn sie wirklich notwendig sind. Also ich muss auch Mitgefühl zeigen können beim Gegenüber. Mitgefühl wohlgemerkt, nicht Mitleid, ganz wichtig. Mhm. Also ich muss mit dem Gegner, mit meinem Konfliktgegner fühlen können. Ich muss wissen, was geht bei dem gerade ab und wie kann ich ihn vielleicht da abholen, wo er ist. Ich darf ihm nicht mitleiden. Also wenn der jetzt vor mir sitzt und erzählt mir, wie schlecht es ihm oder ihr geht in dem Fall und aus dem Grund ist er oder sie gerade so aggressiv, dann darf ich nicht mitleiden, weil dann breche ich weg, dann habe ich keine aktive Rolle mehr. Mhm. Und ich brauche ja eine aktive Rolle, deswegen Mitgefühl. Und dann muss ich natürlich oder darf ich auch wieder darauf achten, was kriege ich für nonverbale Hinweise. Also verbal sagen Menschen im Konflikt immer sehr viel, nonverbal sagen sie wesentlich mehr. Und auch da, das zu schulen, zu wissen, okay, wo musst du hinschauen, auf was kannst du achten, was erkennst du an der Mimik, an der Körpersprache. Also ich mag das in einem Konflikt. Ich bin dann immer voll online. Mhm. Ich schaue mir genau, wenn ich merke, okay, jetzt schaukelt sich langsam hoch, dann werde ich 100% fokussiert und nehme alles wahr, was passiert. Jedes Zucken im Gesicht, jede körpersprachliche, und wenn es nur der Griff zur Tasse ist, weil ich damit arbeiten möchte. Nicht, weil ich es negativ meine, sondern ich sage, okay, jetzt weiß ich, jetzt kommt Stress auf, ich muss vielleicht den Stress reduzieren. Oder die Person atmet schneller. Oder die Haut wird rot durch irgendwelche Stressfaktoren, oder Adaptoren, so Beruhigungsgesten und so. Mhm. Und wenn ich sowas erkenne, dann wirke ich auch kompetenter nach außen und der Konflikt schaukelt nicht so schnell hoch, weil mein Gegenüber ja schon gar keine Lust mehr hat, mich als Konfliktgegnerin in dem Fall zu haben. Weil er weiß, oh shit, wenn es zum Konflikt kommt, dann ist sie nicht böse, aber sie weiß, was abgeht und ich kann nichts verbergen. Und das hilft schon ungemein. Dann brauche ich logischerweise auch die Möglichkeit, Konflikte zu lösen, wo es verschiedene Facetten gibt. Also da gehören eben diese drei Faktoren dazu, diese Kommunikation, diese emotionale Intelligenz und die Empathie. Aber dann auch so Probleme sofort ansprechen. Also man neigt ja dazu, mit Mann meine ich alle Geschlechter, ganz lange zu warten, bis man Probleme anspricht und je länger man wartet, desto eher schaukelt sich so ein Konflikt hoch und dann kommt es eben zur Explosion. Und die kann ich ja vermeiden, indem ich frühzeitig sage, du pass auf, ich habe das Gefühl, irgendwas passt gerade nicht, lass uns mal kurz drüber sprechen und dann das Ganze eben, und ich sage, das sind Frauen normalerweise eh besser, das dann möglichst empathisch ansprechen. Aber da ist auch der Hauptfaktor, wenn man dann noch sehr nett ist dazu, im dümmsten Fall, wobei nett nichts Schlechtes ist, aber in dem Fall ist Nettigkeit natürlich vielleicht hinderlich, dann möchten wir vielleicht auch keine Grenzen setzen und nichts klar ansprechen. Dann ist man so auf Harmonie bedacht und das fliegt einem vielleicht im dümmsten Fall irgendwann mal um die Ohren.
Und was ich zum Beispiel im Konflikt auch super wichtig finde, ist aber natürlich auch Lage angepasst wichtig, Sinn vor Humor. Also ich versuche dann immer, wenn ich merke, der Konflikt schaukelt sich hoch, dann versuche ich mal, mein Gegenüber abzuholen. Vor allem, wenn ich das Gegenüber kenne, was ja da in dem Fall wahrscheinlich sein wird. Und dann versuche ich auch mal irgendwo einen Humor mit einzubauen, der das Ganze auflockert, weil es ist ja ein Hochkochen. Im dümmsten Fall im Hochstress haben wir ja nur drei Möglichkeiten zu reagieren. Das ist Angriff, Flucht oder Angststarre und alles drei ist suboptimal im beruflichen Kontext. Ich kann weder rausrennen aus dem Büro, noch kann ich sitzen bleiben und die Augen zumachen und hoffen, das Gegenüber sieht mich nicht mehr. Und Angriff führt eben genau zu diesen lautstarken Konflikten, was ich mir auch nicht leisten kann, weil es auch nicht mehr selbstsicher wirkt. Und gerade wenn ich auf dem Weg in die Führungsetage bin oder in der Führungsetage, ist natürlich das Wichtigste für mich, dass ich Selbstsicherheit ausstrahle, aber auch fühle logischerweise. Also nicht nur so tun, als ob, was übrigens leider auch viele machen. Das fliegt einem auch irgendwann mal um die Ohren, wenn ich so tue, als wäre ich selbstsicher und so überdominant auftrete. Weil wenn ich ein Gegenüber habe, der rhetorisch einigermaßen fit ist, dann merkt er sofort, dass da eine Schwachstelle ist. Und wenn er die Schwachstelle erkennt, dann wird die auch ausgenutzt, leider. Genau. Wow. Weil also man merkt, viel erzählt, aber es ist ein sehr facettenreiches Thema. Und das sind so wichtige Themen, weil ich habe einfach nur mal gerade so in mich reingespürt, wie kraftvoll das ist, was du gesagt hast. Das heißt, es bringt mich in eine aktive Rolle. Ich bin nicht mehr passiv. Ich bin nicht mehr nur der Zuschauer meiner Karriere, sondern ich nehme aktiv Einfluss auf das, was passiert und auch was mit mir passiert. Also ich bin nicht mehr ich bin nicht in der Opferrolle, ich bin nicht ausgeliefert, ne? Ich bin wirklich proaktiv unterwegs und bemerke aber auch, du hast es gerade gesagt, und da kamen mir so ein paar Personen in den Sinn, die so sehr lautstark, also auch Frauen, ja, also Männer, glaube ich, für Männer ist dieses Laute, dieses Dominierte, dieses alles überstrahlen, übertünchen, glaube ich, ein sehr deutliches Zeichen. Bei Frauen ist es dann sehr ungewöhnlich, weil sie aus ihrer Femininität rauskommen, in ihre Maskulinität, in sehr sehr verhärmen, also sehr, 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 sehr männlich wirken über die Jahre, über die Zeit. Also das sind Veränderungen, die ich dann festgestellt habe. Ja. Auch im Aussehen, interessanterweise. Ja. Also man verliert diese Weichheit, ja, diese Nahbarkeit und es wird eher so hart und man hat das Gefühl, mit einem Mann sich zu unterhalten, ja. Was ich interessant finde, und da wollte ich dich mal fragen, ich habe in Vorbereitung auf unserem Podcast, eben weil mich das Thema so interessiert, mal recherchiert und habe herausgefunden, nach den neuesten Studien, Tom, weißt du wahrscheinlich selber, 6-mal mehr Psychopathen und Narzissten in Management-Ebenen. Und die haben das sogar runtergebrochen auf eine Berufsgruppe. 37% der Anwälte haben eine Psychose, also sind Psychopathen auf gut Deutsch, ja, also klinisch nachgewiesen. Und das war für mich so erschreckend, ja, da habe ich mich gleich gefragt, okay, wer will eigentlich ins Management? Wer will mit solchen Menschen zu tun haben? Aber wir haben mit solchen Menschen zu tun auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ja, das muss ja noch nicht mal die Firma sein, für die ich arbeite oder in der ich arbeite. Das kann ja auch ein Kunde sein, mit dem ich arbeite und ich muss auf einmal mit so einer Situation umgehen. Ja, mir ist es selber passiert, ich brauche gleich deine Antwort auf diese Frage, aber mir ist es selber so passiert, ich hatte einen Kunden, Großkonzern, eine Frau in der Führung, es war eine Frau, ja, und alles war super dupi, solange es so funktioniert hat, wie sie wollte, so das Projekt neigte sich dem Ende, genauso das Budget, und auf einmal gab es einen Switch, von jetzt auf gleich, und sie wurde zur Furie und drohte mir, so nach dem Motto, ich habe bessere Anwälte als ihr in eurer Agentur. Boom. Ja. So, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Ich glaube, das sind die Extremfälle, aber die haben wir leider. Ja. Und auf dem Weg in die Führungsetage komme ich an denen wahrscheinlich irgendwann mal vorbei. Also wie begegne ich gerade solchen Extremfällen? Ist natürlich ein super spannendes Thema, weil gerade Psychopathen sind natürlich ein super spannendes Thema. Die haben grundsätzlich ja wenig Empathie, das ist ja riesen Vorteil, aber die sind super manipulativ. Und es ist natürlich der schwierigste Typ, mit dem ich umgehen kann. Das schaffen ja selbst Ärzte nicht, die irgendwie, ich sag's mal, zu heilen, nenne ich es jetzt nicht, aber zumindest irgendwie denen große Hilfestellungen anzubieten, weil da ja ganz viele Synapsen sich verdrahtet haben, die normalerweise nicht zusammen sein sollten. Deswegen ist es natürlich auch da wichtig,
frühzeitig zu merken, mit wem habe ich es zu tun und vielleicht notfalls frühzeitig auch einen Ausstieg zu finden. Dass ich sage, okay, das ist eine Ebene, auf die will ich gar nicht hin, weil da kann man, meiner Meinung nach zumindest, und Mann ist immer sehr verallgemeinernd, aber das ist jetzt so mein Statement, da kannst du nur verlieren eigentlich. Weil der macht es ja ohne Rücksicht auf Verluste. Wie in deinem Fall im Endeffekt auch, ne? So auf einmal legt es den Schalter um und du denkst dir, wow, in welchem Film bin ich denn gerade? Und ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich viel über Zoom Kontakt hast oder persönlichen Kontakt. Wie war das bei dir? Das war damals beides, klar. Damals sogar noch mehr persönlicher Kontakt als Zoom. Mhm. Ne? Das war noch vor Corona. Ja, also der persönliche Kontakt ist dann natürlich dankbarer, weil ich da trotzdem frühzeitig auch durch das, wie ich mit der Person rede und wie ich Veränderungen wahrnehmen kann, wenn ich mal was sage, was der Person nicht passt, erkennen kann, okay, da ist vielleicht eine Tretmine, auf die muss ich aufpassen, oder das könnte mir noch um die Ohren fliegen später vielleicht. Aber es ist natürlich immer eine individuelle Sache, also weil jeder, also ich verallgemeiner jetzt sehr, aber jeder Psychopath hat seine eigene Facette, also wie er sich verhält. Und er ist eben durch die Manipulation, die Natur gegeben, sehr gut drauf haben. Also die können mit Menschen sehr gut umgehen, sonst wären sie auch nicht in der Führungsetage höchstwahrscheinlich. Weiß der schon auch, was er machen muss bei dir, um dich so zu manipulieren, dass du machst, was er möchte. Oder sie, je nachdem, es gibt ja beide Geschlechter oder alle drei Geschlechter, die Psychopathen sein können. Deswegen ist das wirklich immer eine individuelle Sache. Aber auch da hilft mir genau das, was ich im Endeffekt vorhin schon gesagt habe. Wenn ich für mich in der Lage bin, frühzeitig Verhaltensveränderungen zu erkennen, also erstens Persönlichkeitstypen zu kennen, hast du vorhin schon kurz angesprochen, weil auch ein Psychopath ist ja normalerweise einer von diesen vier Standardpersönlichkeiten, wenn man jetzt das DISC-Modell nimmt, der dominante, intuitive, der gewissenhafte oder das soziale, und dann habe ich zumindest mal eine Reihung, meistens wird es der dominante Typ sein, weil die treten schon von Grund auf ein bisschen aggressiver auf, sag ich mal, und dann muss ich schauen, was erkenne ich anhand der Mimik, Mikroexpression, die ja nicht selbst ein Psychopath nicht verstellen kann, weil das ist direkt mit dem limbischen Gehirn verknüpft. Das heißt, was da kommt, das ist die erste Emotion, die kommt, das ist ein ganz kurzer Mikroausdruck im Gesicht. Und da erkenne ich, da kam kurz Verachtung oder Wut oder irgendwas und dann muss ich aufpassen. Und dann kann ich halt schauen, wie frage ich danach. Und dann muss ich schauen, kann ich es lösen irgendwie? Kann ich mit der Person noch klarkommen oder muss ich mich distanzieren? Genau. Ja. Wie geht, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du hast vorhin gesagt, aktiv in die Situation reingehen, ja, mit den Personen in die Kommunikation. Ich glaube, das ist eine Riesenschwelle, eine Riesenbarriere so in meinem Kopf zu sagen, hey, jetzt muss ich mich überwinden. Jetzt habe ich da jemanden vor mir sitzen, der ist schlagfertig, ja. Ich weiß genau, dass der vielleicht sogar Männer besser bewertet, ein besseres Ranking gibt in seiner Welt, ja. Als Frauen, wie schaffe ich es, dass ich genau über diese Hürde drüber komme, um zumindest die Möglichkeit haben, Dinge aufzulösen oder wahrscheinlich, vielleicht geht auch keine Auflösung, ja, aber zumindest mich so zu positionieren, so nach dem Motto, hey Freundchen, das machst du mit mir nicht. Ja, das ist aber das Thema, also wir haben es ja bei der Masterclass ja auch mit dabei, diese vier Facetten, die Wahrnehmung, Kommunikation, Konfliktmanagement und die Selbstsicherheit. Da ist ja die Selbstsicherheit ein Riesenfaktor und das Thema Glaubenssätze. Weil es gibt ja einen Grund, warum ich sage, ich möchte nicht in diesen Konflikt, weil ich vielleicht einen Wert habe, Harmonie, der dann verletzt werden würde, und muss dann für mich erstmal bei mir schauen, okay, was genau hindert mich dran? Muss mir vielleicht einen Coach suchen und muss schauen, dass ich erstmal daran arbeite. Natürlich habe ich nicht immer so lange Zeit, aber es reicht ja oft schon, wenn ich mich mal selbst analysiere und sage, Moment mal, was hindert mich? Und meistens ist es nicht das Erste, was ich sehe, sondern meistens ist da noch was dahinter, was mich wirklich daran hindert, in so einen Konflikt reinzugehen. Und wie gesagt, solange das ja noch zu Beginn ist, ist es ja noch harmlos. Meistens wartet man ja, bis es sich hochgeschaukelt hat und dann wird es wirklich spannend, da reinzugehen, weil wenn du einen Gegenüber hast, der natürlich, wo du weißt, der ist rhetorisch sehr gut und selbstsicher und schlagfertig, dann kann ich fast nur selbst mich aufrüsten, sage ich jetzt mal, und mich selber da fitter machen oder mich zumindest sehr gut vorbereiten auf das Gespräch, sodass ich versuche, möglichst viele Facetten abzudecken, die er oder sie in dem Fall vielleicht dann ansprechen könnte oder wo er mich angreifen könnte. Und da reichen so ein paar grundlegende, ich sag mal, Schlagfertigkeitstechniken oder ein paar grundlegende Sachen, dass ich für mich einen Weg habe, auch um vielleicht mal was auf das Problem. Das heißt, ich brauche so stark. Okay, ich kann mich kurz rausnehmen, während ich das sag, denke ich darüber nach, wie ich eigentlich reagieren möchte. Oder wie kann ich beispielsweise Aussagen zurückgeben, um mir Zeit zu verschaffen, um mein Gehirn wieder klarer zu bekommen und dann da möglichst auch
kompetent antworten zu können oder zumindest so, dass ich mich nicht gleich angreifbar mache. Das ist ja oftmals so dieser erste Impuls, der sofort kommt, dass man gleich was sagen möchte und jetzt muss ich und jetzt will ich gleich reagieren. Und das ist meistens das Schlechteste, mal kurz durchatmen und dann langsam sprechen und dann beim langsamen Sprechen vielleicht nachdenken, okay, wo will ich eigentlich hin, wo geht die Reise hin oder wie reagiert er oder sie, gerade wenn ich so mit ihr spreche. Also ich versuche dann immer die Schärfe ein bisschen rauszunehmen, um dann dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Aber auch da, es gibt natürlich wie bei allem, das ist wie in der Selbstverteidigung und Selbstschutz, es gibt einfach Grenzen, wo ich sage, gut, jetzt muss ich raus aus der Situation, auch wenn es vielleicht die schlechteste Lösung ist, aber notfalls lege ich eine Pause ein, gehe mal raus, sage, das Gespräch ist hier beendet. Auch da klare Grenze, das kostet Überwindung und wie alles ist es Übungssache. Also wenn ich natürlich sage, okay, ich habe beim ersten Gespräch mit einem Psychopathen zu tun, so der Worst Case, und ich übe das erste Mal, dann wird es schwierig. Also ich sage, ich müsste das ja selbst im Alltag eigentlich mal üben. Da ich sage, okay, wie gehe ich mit Konflikten um, wie reagiere ich da und dann nach und nach steigern. Also ich sage immer, ich bin wie bei allem ein Fan davon, Sachen erstmal in einer neutralen Umgebung zu üben oder mit einem Kollegen, mit einer Partnerin, mit einem Partner und dann langsam da steigern, weil von 0 auf 100 geht es immer in die Hose. Das ist wie bei Piloten beispielsweise. Die lernen ja auch nicht, okay, was mache ich beim Absturz? Beim Absturz selber, weil da einfach die Menschenleben auf dem Spiel stehen, sondern die üben das ja auch. Wie reagieren sie auf den Absturz? Und da werden auch die Level nach oben geschraubt und es wird immer schwerer und schwerer, sodass sie dann im Ernstfall reagieren können. Und beim Konflikt erwarten aber viele, naja, ich habe jetzt da Technik XY gelernt und ich wende jetzt mal an. Im Stress. Wenn mein Gehirn aussetzt, wenn man Reptiliengehirn einsetzt. Und das klappt nie. Oder selten. Ich will es nicht ausschließen, aber selten zumindest, ja. Da fällt mir so ein lustiges Beispiel ein, das muss ich jetzt gleich bringen. Und dann lass uns mal über die Masterclass sprechen, was die Frauen, und die ist ja speziell für Frauen angeboten, dort erwartet. Und zwar, ich habe selber Kampfsport gemacht. Also keine Selbstverteidigung oder sowas, sondern Shoraido, Karate. Ja. Und unser damaliger Trainer, dem war das Wichtigste, war die Fallrolle. Ja. Und die hat er mit uns trainiert, bis nicht mehr ging. Ja. Also das war so in uns drin. So, und dann ist mir passiert vor ein paar Jahren, ich fahre mit dem Fahrrad und habe meinen Hund dabei, ohne Leine. Was, also so eine richtig schöne Geschwindigkeit, also jetzt nicht so wahnsinnig schnell, aber mein Hund macht auf einmal einen Haken vor mir und geht so vor meinem Vorderrad von der rechten auf die linke Seite. Ich greife voll in die Bremse und jetzt pass auf, es gibt leider kein Video, aber es war ein echt krasser Stunt. Ich habe natürlich die Vorderradbremse so weit blockiert, dass es mich komplett über den Lenker gehauen hat. Ich habe intuitiv diese Fallrolle gemacht und das Fahrrad hat sich einmal um 180 Grad gedreht, stand auf Lenker und Sattel. Ja, ich stand nach der Fallrolle wieder auf den Füßen, habe das Fahrrad rumgedreht, bin weitergefahren. Ist nichts passiert, auf dem Asphalt war das. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh krass, wie hat mir das geholfen, dass mein Trainer mir damals die ganze Zeit eingebläut hat, wie ich zu fallen habe und wie das auch so in meinem System drin ist, dass ich das gar nicht mehr bewusst abrufen musste. Ja? Und deswegen finde ich es so wichtig, also dass zum einen du natürlich mit deinem neuen Podcast an den Start gehst, wo wir übrigens bei uns in der Community auf der Plattform einmal die Woche eine ausgewählte Folge veröffentlichen werden und dass wir in der Masterclass über einen gewissen Zeitraum zusammen mit dir genau diese Sachen trainieren und lernen können. Erzähl mal ein bisschen, was erwartet uns dort? Puh, ganz viel. Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die Masterclass ist im Endeffekt wirklich mega umfangreich, weil ich versuche da eben die ganzen Facetten anzusprechen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist so ein Vier-Stufen-Konzept von Wahrnehmung, Kommunikation, Konfliktmanagement und Selbstsicherheit, weil ich sage, das sind die vier Facetten für mich, die wichtig sind, um Konfliktsicherheit zu bekommen. Und da wird es auf jeden Fall beim Thema Wahrnehmung ein bisschen darum gehen, okay, jeder hat seine eigene Sicht auf die Welt, ein bisschen zu erkennen, okay, dass es das überhaupt gibt. Welche Prägungen, Glaubenssätze und so spielen damit rein? Wie kann ich ein bisschen in die Welt des anderen eintauchen? Was behindert vielleicht? Was habe ich so für Wahrnehmungsfilter über die letzten Jahre erworben, Jahrzehnte vielleicht, je nachdem wie alt man ist? Welche Tilgungen, Verzerrungen, Generalisierungen sind in der Sprache oder sind bei meiner Wahrnehmung? Und da ein bisschen das Ganze zu öffnen, dass ich überhaupt erkennen kann, was da überhaupt abgeht im Konflikt. Und dann das Thema Kommunikation ist natürlich das facettenreichste von allem. Also da werden wir ganz viel einsteigen in so Gesprächsführung, also nicht so Standardsachen wie Vier-Ohren-Modell oder sowas, Schulz von Thun, das werde ich zwar mal ansprechen, aber ist nicht ganz so wichtig, aber so ein bisschen
körpersprachlich und mimisch, was kann ich wo wie erkennen, wie kann ich darauf reagieren, was erkenne ich bei mir selber, auch mega wichtig, dass ich mich vielleicht mal filme und mal schaue, wie trete ich überhaupt auf, wie ist meine Präsenz, wie ist meine Körpersprache und Mimik, was mache ich zum Beispiel, wenn ich Stress habe und so weiter. Dann geht es auch ein bisschen darum, Konfliktmanagement, welche Techniken, Taktiken gibt es da, wie kann ich da vorgehen, das Ganze auch ein bisschen in der Praxis, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für mich im Berufsleben, wie kann ich es im Alltag vielleicht integrieren, um da Wiederholungszahlen zu schaffen, wie du schon sagst, um da nicht dann im ersten Moment im beruflichen Kontext dann Konflikt zu haben und dann funktioniert gar nichts, weil das wäre natürlich der Worst Case. Also da ganz viele Möglichkeiten, wie man auf Konflikte reagieren kann, Konfliktlösungen, präventive Techniken und Taktiken. Und vor allem wichtig ist mir halt immer gleich die Umsetzung im Alltag, dass das sofort angewandt werden kann. Und dann kommt eben noch das Thema Selbstsicherheit, was für mich so das on top ist. Also ich kann erst selbstsicher sein, wenn ich mich selbst kenne. Also da geht es ein bisschen ums Selbstbewusstsein, welche Stärken und Schwächen, also Herausforderungen, nicht Schwächen, das ist falsch formuliert, welche Herausforderungen oder Wachstumspotenzial habe ich vielleicht noch und wie kann ich daran arbeiten, wie kann ich meine Stärken stärken und wenn ich möchte, meine Herausforderungen vielleicht ein bisschen verbessern, sodass ich dann im Endeffekt ein Gesamtpaket habe, mit dem ich super aufgestellt bin für künftige Führungsaufgaben und durch die Konfliktsicherheit, wie ich es vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt habe, bin ich auch ein sehr unattraktives Ziel für mein Gegenüber. Also die haben dann schon gar keine Lust mehr, mir Konflikte zu führen, weil sie wissen, oh, das geht für mich wahrscheinlich nicht gut aus. Und nicht, weil es so ein dominantes und respektloses Auftreten ist, sondern genau das Gegenteil. Und man weiß, okay, die Person ist empathisch, ist da gut geschult, sie kann kommunizieren. Und da geht es nicht mal um Thema Schlagfertigkeit, wobei das auch mit dabei sein wird in der Masterclass, sondern wirklich so das Gesamtpaket, wo ich weiß, okay, das Auftreten möchte ich haben. Und wenn es dazu kommt, wie bei der Selbstverteidigung auch, wenn es, ich sage immer, lieber haben als brauchen, also lieber kann ich alles und brauche es nie, als dass ich es brauche und kann es nicht. Und wir versuchen bei der Masterclass im Endeffekt das Gesamtpaket zu schnüren und dann kann man einzelne Facetten nutzen oder im Optimalfall braucht man es gar nicht mehr, weil das Auftreten ganz anders ist. Und ich habe nur die Vorteile aus der Masterclass, die kommunikative Kompetenz, die Wahrnehmung, um da eben meine Weichen besser stellen zu können. Also so eine zweigleisige Geschichte. Ja. Und wir haben vor der Podcast-Folge beschlossen, dass wir eine kleine Aktion fahren, nämlich die ersten 3 Anmeldungen kriegen auch ein One-on-One-Coaching mit Tom. Also gleich hier am besten in die Shownotes auf den Link klicken und euch für die Masterclass einschreiben. Tom, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte mal vor längerer Zeit ein Gespräch mit einer Frau, die bereits im gehobenen Management unterwegs ist. Und was mir in dem Gespräch nochmal mehr klar wurde, ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, ich bin unattraktiv durch die Techniken, die ich lerne, bin ich unattraktiv für Angreifer. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt ja immer diesen Glaubenssatz oder auch diese Vorurteile, wenn du gut aussiehst als Frau, hast du es doch viel leichter. Ja, und diese Frau hat mir gesagt, wie wahnsinnig schwer sie es eigentlich hat, weil sie gut aussieht. Ja, dass sie immer wieder mit Anfeindungen zu tun hat oder mit Unterschätzungen ihrer Kompetenz, ja, dass sie in irgendeine Schublade und dass sie unglaublich viel mehr an Energie aufwenden muss, ja, um sich zu behaupten, um sich einfach auch ein gewisses Image aufzubauen über einen sehr langen Zeitraum, ja, also gegen diese Vorurteile. Beobachtest du das auch? Ja, es gibt ja 2 Richtungen, also die du jetzt genannt hast und diesen Halo-Effekt, also dass jetzt bei schönen Menschen automatisch auch gedacht wird, okay, die Person ist kompetent, die ist gut in ihrem Job, die kann, also so diese klassischen Vorurteile, sag ich mal. Mhm. Oder halt genau die Facette, die du genannt hast, genau das Gegenteil. Wobei das, muss ich ehrlich sagen, ist eher selten der Fall, wobei es bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern, meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach. Woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht denken Männer, dass hübsche Frauen weniger können, weil gutes Aussehen scheinbar reicht, aber da ist natürlich wichtig auch, je nachdem, wie die Person gestrickt ist, dass ich auch da meinen Fokus mehr auf die Kompetenzen als aufs Aussehen lege. Das klingt erstmal blöd. Wenn ich jetzt natürlich noch mein Aussehen betone, extrem überbetone oder irgendwas Auffälliges mache, wir hatten es glaube ich mal über rote Schuhe oder es gibt ja verschiedene Facetten, wie ich es noch betonen kann, dann lege ich den Fokus von meinem Gegenüber noch mehr auf mein Aussehen und noch weniger auf meine Kompetenzen. Dann ist es vielleicht auch abgelenkt und vielleicht soll ich dann die Ablenkung abstellen, aber es ist bei Frauen auf jeden Fall häufiger als bei Männern, aber oftmals ist es umgekehrt der Fall, dass das gute Aussehen sogar die Weichen stellt, um dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte, und das nicht zwangsweise mit Kompetenz gepaart. Also da stelle ich mir vor, diese Nuancen,
diese Nuancen zu finden. Auf der einen Seite zu sagen, hey, sorry, aber ich bin eine Frau, ich sehe gut aus, okay, und ich habe einfach auch Bock, tolle Klamotten zu tragen. Ja. Was ist zu viel und was ist aber auch völlig einschränkend in meiner Freiheit? Ja. Also ich will mich ja nicht in einen grauen Anzug oder ein graues Kostüm einsperren lassen, nur weil ich gut aussehe. Ja. Also das ist dann... aber wie du sagst, diese beiden, aber das zeigt dieses Granulare, ja, also dieses, das kann sehr schnell in die eine Richtung kippen, wie in die andere Richtung kippen. Das kommt auch sehr viel auf das Umfeld an, natürlich, in dem ich mich bewege, ja. Bin ich in einer IT-Company oder bin ich im Krankenhaus unterwegs, ja, mit vielleicht anderen Frauen. Der Konflikt ist ja auch nicht immer nur Mann-Frau, ja, sondern auch Frau-Frau, ja, geht ja genauso. Also wie gehe ich mit solchen Konfliktsituationen um? Also von dem her, ist das, glaube ich, eine ganz wertvolle Masterclass. Vielleicht nochmal der Aufruf an dieser Stelle. Es kann ja durchaus sein, dass es an dieser Stelle die ein oder andere Frage gibt. Tom und ich haben schon geplant, dass wir in naher Zukunft eine weitere Fortsetzung machen in diesem Podcast. Aber es gibt natürlich auch den Podcast von Tom, Get Your Way. Wir verlinken den in den Shownotes. Ihr könnt uns gerne eure Fragen zu dem Thema schicken. Also wenn irgendwas dabei war oder vielleicht eine kurze Situation schildern, bitte dann auch den Vertraulichkeitscharakter mit dazu schreiben, dass wir das nicht irgendwie veröffentlichen, also Namen veröffentlichen wir sowieso nicht, aber dann können wir darauf gerne eingehen, können wir das gerne vielleicht auch in einer der nächsten Folgen oder Tom macht dazu vielleicht in seinem Podcast eine eigene Folge. Also wichtig ist, dass wir hier auch wirklich ansprechbar sind und die Plattform dafür gerne nutzen können. Tom, ich habe noch so eine kleine Fragerunde mit dir vor. Hast du noch ein bisschen Zeit? Natürlich. Ich wusste, dass du das sagst. Und zwar habe ich so eine Personal Insights Runde. Jetzt habe ich mir ein paar andere Fragen ausgedacht. Ein paar kennst du schon, aber ein paar Fragen habe ich mir neu ausgedacht. Dachte ich mir schon. Weil wir zum Thema Podcasting zusammenarbeiten und du meine Skripte natürlich auch kennst. Ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst so spontan wie möglich darauf zu antworten. Ja? Die erste Frage: Was ist deine Mission in einem Satz? Chancengleichheit für Frauen in der Führungsetage. Mhm. Oder im Berufsleben. Super. Hast du ein Talent, von dem keiner was weiß? Das ist meine Lieblingsfrage, die kanntest du auch schon. Und die du hier in diesem Podcast erstmalig veröffentlichen möchtest. Ein Talent? Das kann auch so ein Spleen sein. Habe ich einen Spleen? Puh. Hab ich glaube. Was hätte ich, also ich glaube nicht. bestimmt, aber fällt mir gerade nichts ein. Ja, denk noch ein bisschen drüber nach. Ja, Talent hast du natürlich viele, klar. Aber so eine Eigenart, so ein Spleen. Ich glaube nichts, was man nicht erkennt, wenn man das erste Mal Kontakt mit mir hat. Also okay. Spleen ist bei mir die extreme Struktur, die ich überall habe, aber... ich glaube, wenn man mich mal kennengelernt hat, du kennst mich inzwischen ja auch, dann kennt man viele meiner Eigenarten der nächsten Mal. Aber da mal eine Parallele. Ich bin auch so ein, also ich bin total ordnungsliebend. Ich erinnere mich an meine Schwester. Ich hatte so ein Bücherregal und die waren alle so sortiert. Ich konnte sofort erkennen, wenn ich in den Raum reingekommen bin, habe ich sofort erkannt, ob meine Schwester sich eins ausgeliehen hat oder nicht. Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, ob das noch gesund ist. Okay, nächste Frage. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Eine schwere Frage, finde ich. Das stimmt, ja. Das eine Wort. Du stellst Fragen, ne? Also auf ein Wort begrenzen kann ich es, glaube ich, nicht. Das Thema Chancengleichheit hatten wir vorhin schon. Also so... nee,
kann es gerade nicht. Also ich tue mir immer schwer mit so spontanen, wie du merkst, ne? Der Herr Struktur tut sich schwer mit spontanen Fragen. Deswegen kann ich es nicht auf ein Wort runterbrechen, für was ich. Ja, also für mich wäre das Wort Sicherheit. Wenn ich an dich denke, ja, dann ist einfach, also einfach auch so von der Ausstrahlung her, finde ich, dass du so Sicherheit ausstrahlen kannst. Es gibt Menschen, weißt du, die verkaufen dir Sicherheit, du fühlst sie aber nicht sicher. Ja, und bei dir fühle ich mich sicher. Durch und durch. Ja. Ja, das sowas übersehe ich natürlich, ne? Klar, das kann ich. Aber da, das triffst du, glaube ich, ganz gut, ja. Okay, glaub, welcher? Könnte ich schon ausstrahlen. Ja, auf jeden Fall. Welcher Moment oder Rat hat in deinem Leben einen besonders nachhaltigen Einfluss? Gab es so einen Rat, der dich immer begleitet, so ein Zitat oder sowas? Also irgendjemand, der mich wirklich geprägt hat mit irgendeinem Ratschlag oder so, glaube ich überhaupt nicht, weil dafür habe ich zu viele verschiedene Ratschläge und habe einen zu eigenen Kopf. Momente haben mich geprägt, ja. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Beruflicher Moment, der mich geprägt hat. Da will ich aber gar nicht zu tief einsteigen. Wo ich aber über mich sehr viel gelernt habe und mich eben auch auf die Reise, die ich gerade mache, begeben habe und viel dazu lernen musste. Gesundheitsbedingt, aber ansonsten gab es jetzt keinen, wo ich sage, okay, das ist der Spruch, den sehe ich jeden Tag. Was für mich mal ein guter Spruch war oder was für mich so ein guter Rat war, war Charakter ist die Fähigkeit, sich selbst im Weg zu stehen. Charakter ist die Fähigkeit, sich selbst im Weg zu stehen, obwohl man ausweichen könnte. Schön, ja. Das ist für mich wichtig, weil ich merke, dass mir es immer wichtig ist, authentisch zu bleiben, auch wenn ich mir damit selber Hürden baue. Also ich hatte ja meine eine eigene Selbstschutzakademie, eine eigene Schule, und ich habe die damals geschlossen, weil ich für mich gesagt habe, okay, das ist die Leute, die da, die ist super gelaufen, aber die Leute, die da waren, wollten bespaßt werden und ich wollte denen aber mehr mitgeben. Also ich hatte das Bedürfnis, denen was mitzugeben, was wichtig ist. Und sie wollten einfach nur, weil sie halt die Zeit genossen haben mit mir, weil ich halt auch, wenn man mich mal näher kennt, zwar einen sehr eigenen Humor habe, aber ich kann Sachen sehr humorvoll rüberbringen, auch wenn sie ernst sind. Und da ist mir, also dieser Satz ist für mich schon, der begleitet mich eigentlich immer, weil es mir wichtiger ist, meinen Charakter und meine Authentizität zu behalten, noch bevor ich irgendwo irgendwas bediene, was ich gerne bedienen möchte. Stark. Sehr cool. Welche drei Podcasts hörst du am liebsten? Na, deine natürlich. Richtige Antwort. Dann höre ich von Stefanie Stahl sehr gerne Podcasts. Sehr also gut. Die hat ja zwei. Ja. Stahl aber herzlich und so bin ich eben. Die zähle ich jetzt aber mal als ein Beispiel. Und welche höre ich noch? Ich glaube, das sind so die drei Hauptpodcasts, die ich aktuell höre. Wo ich dann wieder mal, natürlich gibt es irgendwelche Podcasts, die ich mir anhöre, wenn ich Sport mache oder so als Unterhaltung. Aber das sind so die drei Hauptpodcasts, wo ich immer wieder mal reinhöre, weil ich auch da immer wieder was lerne. Ich lerne in deinen Podcasts was dazu oder du gibst mir gute Gedankenanstöße. Schön. Und bei den anderen beiden von der Stefanie Stahl natürlich auch, weil da geht es ja auch ums Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein und da ist auch ganz viele Facetten, die in meinen Bereich mit reinspielen. Na, du hast da auch eine Menge zu geben. Ich durfte ja schon ein paar Podcast-Folgen anhören, die ja dann in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht werden. Also darauf freue ich mich auch. Das ist, vor allem ist dieser, und das haben wir ja vorhin gesagt, dieses Training, dieser Reminder, dieses immer wieder damit konfrontiert und auseinandergesetzt zu sein, wichtig. Ja, also ganz, ganz genau. Ja, um es abrufen zu können. Ja. Sehr cool. Kannst du uns ein Buch empfehlen, das für dich einen besonders nachhaltigen Impact hatte? Gibt es so ein Lieblingsbuch? Also ich lese ja nur Fachbücher.
Also ich lese keine Romane oder sowas. Das letzte Fachbuch, sage ich jetzt mal, über das ich auf meine Freundin gekommen bin, war von Peter Werle. Und zwar Den Netten beißen die Hunde heißt das, glaube ich. Super spannend, weil der auch ein bisschen so um das Thema Nettigkeit spricht, auch das Thema Konflikte ansprechen und so. Aber der macht das auf eine sehr humorvolle Art und Weise mit guten Beispielen und ich finde, der ist kommunikativ spitze, also wirklich sehr gut. Auch die Beispiele sehr plastisch, auch ein bisschen Humor mit dabei. Also genau mein Thema im Endeffekt. Also das ist so Martin Werle, Den Netten beißen die Hunde, kann ich sehr empfehlen. Wobei von dem einige Bücher gut sind, aber das ist so das Letzte, was ich jetzt gelesen habe und was ich wirklich sehr gut fand. Pack mal mit in die Shownotes. Sehr cool. Jetzt sind wir hier ein Unternehmer-Podcast. Du bist ein erfolgreicher Unternehmer mit der Akademie, von der du erzählt hast. Jetzt mit dem neuen Projekt, was du jetzt auch angehst und bei dem wir mithelfen dürfen. Kannst du uns so 2, 3 Personen für diesen Podcast hier empfehlen, wo du sagst, hey, die hätten echt was zu geben in der Richtung? Die müssen wir unbedingt interviewen. Für welches Thema? Ja, Unternehmer, für welches Thema? Wir was lernen oder allgemein können. Für deinen Podcast. Also ich habe ja wenig mit Unternehmern, sondern meistens mit Endanwendern zu tun, sage ich mal. Deswegen spontan fällt mir, glaube ich, jetzt niemand ein im beruflichen Kontext, also im hauptberuflichen Kontext sowieso eher nicht. Aber auch in dem Kontext jetzt niemand, wo ich sage, die wären jetzt für deinen Podcast ein Mehrwert, sag ich mal. Klingt jetzt blöd, also ich möchte niemanden beleidigen, aber die so ein bisschen in die Richtung gehen, fällt mir spontan, glaube ich, niemand ein. Nee. Okay, wir überlegen mal, sonst haben wir irgendwelche Experten. Aber ich freue mich ja, dass wir auf jeden Fall nochmal hier eine Fortsetzung machen. Lieber Tom, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir vielmals. Ich finde es großartig, was du für eine Arbeit machst, dass du deine Kompetenzen einbringst und dass du vor allen Dingen auch mit Herz und mit dieser Leidenschaft dabei bist in allem, was wir so zusammen machen. Also das schätze ich sehr an dir und freue mich auch, dass wir da mithelfen können. Und ich würde dir das Schlusswort für diese Podcast-Folge überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Vielleicht ist es unpassend für dich, aber ab und zu mal eine digitale Auszeit zu nehmen. Also mal Handy weg, alles weg, einfach nur mal leben, im Hier und Jetzt sein, präsent sein, weil ich glaube, das kommt heutzutage viel zu kurz. Und man verlernt auch übrigens ganz viel, das Gegenüber zu lesen, mit dem Gegenüber zu reden. Deswegen wäre das, glaube ich, so mein wichtigster Tipp. Super. Genau. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Tom, für deine Zeit. Ich habe zu danken. Danke.